Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind am Flughafen in München. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt beginnt das große Abenteuer. Wie fühlst du dich denn? Bist du bereit? Nein. Gestern kam dann nochmal, nach 4 Monaten Vorfreude, kam nochmal die Trauer durch. Ja, ich dachte mir so, warum 2 Monate, warum nicht 2 Wochen? Ich war plötzlich so traurig, dass wir so lange weg sind, weil ich so ein ganz kranker Familienmensch bin. Aber wir freuen uns, ist auf jeden Fall, ich glaube, das Krasseste, was wir auf jeden Fall bisher gemacht haben. Wahrscheinlich. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen und wir nehmen euch mit. Das ist jetzt der erste Vlog. Wir lassen jetzt unsere Rucksäcke einwickeln und fliegen dann nach Abu Dhabi mit Etihad, haben dort 2 Stunden Aufenthalt und fliegen dann weiter nach Bangkok. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal, lang genug gelabert. Jetzt im Flugzeug und ich habe gerade schon mal so ein bisschen durchgeguckt und es gibt sogar Small Food, das ist so süß, den Film wollten wir eigentlich im Kino sehen, aber jetzt gibt es den hier, richtig cool und so viel Platz, also ich finde, das ist eigentlich voll in Ordnung. Jetzt geht's gleich los. Okay. Wir sind in Bangkok. Ja, wir sind gelandet. Nach 15 oder 16 Stunden unterwegs sein, sind wir endlich angekommen. Sorry. Walla walla. Auf jeden Fall laufen wir gerade zum Gepäckband und dann kommen unsere 2 kleinen Eier hier an. Schaut euch mal unsere Rucksäcke an. Die kam auf die Sekunde. Auf die Sekunde. Kam die so geil. Ja, auf jeden Fall. Oh, geil. Okay, jetzt packen wir mal unsere Rucksäcke auf. Ausgehen aufs Klo und suchen uns ein Taxi! Wir suchen jetzt SIM-Karten, also wir suchen jetzt AIS. Wir holen uns jetzt SIM-Karten für die Zeit, die wir hier sind. 15 GB, das ist, kostet, ja, ich glaube 20 Euro umgerechnet. Bei AIS, das sollen wirklich die besten sein, die haben uns gut informiert vorher. Leute, ganz wichtig, lasst euch nicht übers Ohr ziehen. Wenn ihr in Bangkok landet, dann müsst ihr einmal runterfahren, ja? Es gibt nämlich so Limousinentaxis, die halt mega teuer sind. Und wir sind jetzt einmal runtergefahren und grün-gelb, das sind die Taxis, mit denen ist man ungefähr umgerechnet mit 8 oder 10 Euro allerhöchstens in Bangkok in der City. Und nicht anders, das heißt, merkt euch das, nur in die richtigen Taxis steigen und auch wenn euch die ganzen Leute entgegenkommen und euch schon eure Rucksäcke und Koffer abnehmen wollen, sagen nein. Wir haben jetzt eine Nummer gezogen. Wir hatten jetzt Nummer 36 und über den ganzen Taxi stehen dann die ganzen Nummern. Dann geht ihr hin und dann seid ihr schon bei eurem richtigen Taxi. Wichtig nur noch hier so, ne, dass das Tempometer an ist. Taximeter. Tempometer? Oh, Idiot. Taximeter, genau. Ja, und jetzt geht's für uns los ins erste Hostel. It's really big. Very big. Yeah. 10 million. People. 10 million, wow. 10 million people in Bangkok. So, Leute. Wir lassen unsere Koffer jetzt dort in den Hostel. Unsere Rucksäcke lassen wir. Wie meinst du, so dumm, also, pass auf. Wir sind einfach jetzt mal, wir können erst um 14 Uhr einchecken in unser Zimmer. Es sind über 4 Stunden. Es sind über 4 Stunden jetzt noch. Wir sind fertig bis fuck. Wir sind so kaputt, wir haben lange Sachen an, aber unsere Hosen, wir hätten eigentlich was ins Handgepäck packen können. Ja. Aber es war eigentlich anders vereinbart mit dem Hostel. ja, okay. Und dann wollten wir unsere Rucksäcke mitnehmen, weil da war nur so eine Bank, wo man es eben drauflegt, das Baggage. Und wir so, nee, wir nehmen es mit. Und so, no, don't worry, don't worry. Don't worry! Und die ganze Zeit. Oh, jetzt hat mich was in den Arsch gestochen oder was? Guck mal meinen Hintern an. Habe ich da einen Stachel? Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt gesagt, okay, in unseren Rucksäcken, da ist eigentlich das wichtigste Geldbeutel. Oh Gott, bin ich erschrocken. Ein Eichhörnchen. Ich dachte gerade ein Affe oder so. Naja, auf jeden Fall, ihr seht, das Vertrauen, ja klar, ne? Muss man auch erstmal lernen.
Es ist natürlich schon so, es sind alle unsere Sachen drin für 2 Monate Aufenthalt. Und ja, jetzt haben wir unsere Rucksäcke da gelassen und erkunden Bangkok bei 30 Grad mit langen Hosen. Luca muss noch seine Brille aufziehen, weil er so fertig ausschaut. Wir sind in so einem fancy Laden gelandet, direkt in unserer Straße. Und ich esse jetzt French Toast. Ja, Luca isst Scrambled, wie heißt es auf Deutsch? Scrambled, Rührei. Und? Käse-Schinken-Toast. Ja, ganz genau. Und dazu einen Eistee, der sieht so gut aus, Leute. Und ein Tipp von mir, benutzt keine Strohhalme. Plastikstrohhalme und auch noch in Plastik eingewickelt. Muss das sein, Schatz? Was sehe ich da bei dir? Was muss das sein? Ja, jetzt kannst du es drin lassen. Ja. Unser Zimmer ist endlich frei, Leute. Oh, das ist so schön hier. Richtig goldig, guck mal. Wir laufen jetzt. Wir sind so K.O. Warte. 4-4, jetzt mal hier. Also wir wollten richtig Backpacking, ne? Und die Unterkunft. Wir machen ein paar zusammengefasstes Video, aber wie viel das gekostet hat. Cool. Gut. Mega. Schönes, das, kleines, süßes, das Hotelzimmer. Sieht genauso aus wie auf den Bildern. 1:1 genauso. Voll gut. Hey, voll geil. Okay. Ja, also das Badezimmer, ich zeig's euch mal so. Hier Toilette, Spiegel und die Dusche. Also die hat hier keine Abgrenzung. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen und duschen. Aber hey, super. Hätte ich nicht gedacht, dass es so ein gutes Zimmer ist. So, und jetzt machen wir mal zu. Ich muss gleich nochmal nachgucken, wie viel es Ganze gekostet hat. Ich schreibe es euch mal hier irgendwo rein. Das ist so günstig hier alles und ich bin fix und fertig. Wir müssen uns jetzt erstmal ausruhen, bevor wir hier irgendwas sagen oder machen, weil wir echt K.O. sind. Und dann sehen wir uns später nochmal. So Leute, wir haben jetzt hier unsere Wertsachen rein in den Packsafe und den befestigen wir jetzt hier an diesem Rohr. Schön zumachen und jetzt ran an die Röhre. So, wir sind jetzt tatsächlich 5 Stunden eingeschlafen, Leute. Und es tat so gut, es war echt nötig. Richtig gut und jetzt gehen wir raus. Wir haben jetzt gleich 18 Uhr und die Sonne geht hier in Thailand tatsächlich um 18 Uhr unter. Das ist wirklich schade. Ja, und wir zeigen euch jetzt noch so ein bisschen unsere Unterkunft. Schaut mal, wie hübsch das hier ist. Oh, es sieht so schön aus. Sie geben sich einfach mit allem so viel Mühe. Und dann geht es hier so einen kleinen Weg entlang. So. Genau, das ist das Hotel. Sam Sen Sam Place. So. Und dann geht's hier weiter. Mit einer kleinen Ecke, wo man sitzen kann. Und das ist so ein kleiner Garten. Wow. Oh, es ist so schön. Und das ist dann die Straße. Schaut mal. Und ich finde, das ist wirklich, muss man einfach mal zeigen. Für alle. Ich glaube, wir können es jetzt schon empfehlen. Wir haben so gut geschlafen. Und jetzt gehen wir auf die Khao San Road. Aber es ist gar nicht so warm gerade, gell? Mega angenehm. Geil, geil. So ihr Lieben, wir laufen jetzt gerade die Khao San Road entlang. Also es gibt hier 2 solcher Straßen. Und auf einer sind wir. Und es ist so schön dekoriert hier. Sieht überall so schön aus. Und jetzt suchen wir uns irgendwas Schönes, oh Gott, hier. Zum Essen. Und dann lassen wir uns im Gesicht tätowieren, lieber Hangover. Wir hatten jetzt einen sehr schönen, würde ich sagen, entspannten ersten Tag. Ja. Für uns geht's jetzt ins Bett. Wir schneiden jetzt noch ein Video fertig. Tun uns einfach hin. Nichts mehr allzu Spannendes für euch, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. So, wie findest du es? Ganz
gut. Weißt du, so kurz hatte ich es noch nie. Ist mir ein bisschen zu kurz. Aber eigentlich. Ja, so kurz hattest du es tatsächlich noch nie. Bin ich ganz zufrieden. Ich finde es auch gut. Und Leute, es hat 2 Euro gekostet, umgerechnet. Ja, und jetzt gehen wir frühstücken und zwar wieder hier, wo wir gestern waren. Okay, Leute, wir fahren jetzt mit dem Tuk-Tuk in die Bangkok-Innenstadt. Ob das eine gute Idee war, erfahrt ihr später. Weil ich habe eigentlich überall gelesen, dass man wirklich in Bangkok am besten mit dem Taxi fahren soll. Aber es wäre ja kein Abenteuer, oder wenn wir das nicht auch machen würden in Bangkok. Wir machen jetzt eine Bootstour und zwar eine Stunde lang durch die Flüsse von Bangkok. Wir haben jetzt richtig krass runtergewandelt. Muss man hier auch, glaube ich, machen. Wir haben jetzt keine Reisetabletten dabei, aber wird schon. Wird schon. Oh mein Gott, wir sind erst mal so ein bisschen nass geworden gerade, richtig cool. Es war jetzt nicht so das Spektakulärste, muss ich sagen. Und jetzt gucken wir mal, mir ist gerade so ein bisschen schwindelig, weil alles so krass gewackelt hat und ich das eigentlich nicht so gut packe. Wir sind jetzt beim Big Buddha und das hier habe ich auch schon mal im Hörbuch gehört. Das sind so Spenden. Wenn ihr jetzt Geburtstag habt am Mittwoch, am 17., ja, dann spendest du an deinem Geburtstag. Und das ist hier ja, normal, dass man eben an seinem Geburtstag eine Spende abgibt. Das finde ich total interessant. Hier sind jede Tage aufgezählt. Waren wir beim Big Buddha, sehr viel los, extrem viel los und der Tuk-Tuk-Fahrer, ich habe tausendmal gefragt, ob es okay ist, dass ich so angezogen bin, Hotpants und Tanktop. Und er so, ja, nee, gar kein Thema, ja. Und dann komme ich rein, ich habe mich so unwohl gefühlt. Und jetzt gehen wir zum nächsten Tempel, Augen zu und durch, noch ein letztes Mal mit diesem Outfit. Aber ich glaube, so gern gesehen ist es definitiv nicht und normalerweise halte ich mich auch ganz strikt an sowas. Aber ich habe tausendmal gefragt, hello! Yes! Jetzt haben wir uns recht lang mit einem Thailänder unterhalten und heute ist ein ganz besonderer Tag für Touristen und auch für die Thais. Und zwar die Eier, von denen ich, die haben ganz viele Eier gekauft, kriegen das geschenkt heute vom Staat alle. Deswegen stehen die wirklich in hundertfacher Schlange vor diesen Eiern an und nehmen wirklich so einen 30er Pack an Eiern mit nach Hause. Dann die Geldgabe, damit hatte ich recht, davon habe ich schon viel gehört, dass wenn du Geburtstag hast, du eben spendest. Und jetzt geht's weiter. War auf jeden Fall sehr interessant gerade. Unser Tuk-Tuk-Fahrer hat uns jetzt bei der letzten Station rausgelassen, und zwar beim Golden Mountain. Und da gehen wir gleich hoch, da kann man nämlich ganz hoch gehen. Auf jeden Fall sieht es jetzt schon sehr schön aus. Eintritt kostet das Ganze 50 Baht pro Person, sind 1,50. Und jetzt geht es hier die Treppen hoch zum Golden Mountain. Und es sieht hier überall einfach viel zu schön aus. 344 Stufen. Von den ganzen Sachen, die man einatmet, gell? Man traut sich gar nicht zu atmen. Ich stecke mir meine Haare immer in die Nase. Aber es ist so cool.
Und ich fand in New York Chinatown schon mega. Also das ist natürlich jetzt hier, ne, kein Vergleich zu New York, aber Chinatown ist Chinatown, denke ich mir. Und es sieht tatsächlich noch geiler aus als in New York. Mega. Und jetzt suchen wir was zum Essen. Und jetzt sind wir in Chinatown in einem richtigen, Nudel, Hongkong-Soup-Laden. Und ich esse hier ohne Fleisch und Luca, ist es Hühnchen oder Ente? Ente? Genau, geil. Dann haben wir uns wieder auf den Weg ins Hotel gemacht, beziehungsweise ins Hostel. Und weil die meisten Tuk-Tuk-Fahrer nicht so gut bis gar kein Englisch sprechen, habe ich mir unsere ganzen Unterkünfte, also die ganzen Adressen, auch noch in Thailändisch aufgeschrieben, dass man das einfach den Tuk-Tuk-Fahrern zeigen kann und schon landet man auch da, wo man hin will. Also, wir sind jetzt wieder auf der Khao San Road und Sarah sucht ein ganz bestimmtes Gericht, und zwar Pad Thai. Und ich glaube, das habe ich schon gefunden, es gibt so einen Stand davor. 1 Euro umgerechnet, 40 Watt. Wir beenden jetzt hier mit dem allerersten Vlog. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr ein Auto, ein Scooter holt und ihr uns weiterhin verfolgt auf unserer Thailand-Reise. Es kommen noch sehr viele Vlogs. Und dann sagen wir: See you soon. Bye-bye.